So, da sind wir. Open Emergency Only. Hervorragend. Also unsere Erstausstattung haben wir gerade eingepackt bzw. aufgenommen. So, unsere Bob, bzw. hier heißt er eigentlich Kelvin, ich nenne ihn aber Bob. Das ist schon mal der nächste extrem wichtige Punkt. Aber das ist eigentlich, ja, ist automatisch klar. Das ist, ja, oh, der sieht echt nicht gut aus. Leicht verwirrt. Das Riechsalz. Na, komm, komm schon. Ah, okay, ich glaube, er wacht auf. Sehr schön. Jo, folge mir. Das ist eine gute Idee. Nimm dies. Okay. Gut, ja, als nächstes natürlich den Loot, der hier rumliegt. Die Koffer öffnen. Pillen ist natürlich eine ganz gute Idee, wenn wir die zuerst nehmen. Also wenn wir welche finden. Der Loot hier ist unterschiedlich. Also ihr werdet dich wahrscheinlich nicht dasselbe finden, wie ich jetzt hier gerade. Aber das ist ja egal. Leuchtfackeln sind auch eine geile Idee. Sieht man zwar nicht so gut, aber ist eine geile Idee, wenn man so hat. Ja, also man kann damit schon was anfangen, natürlich. So, dann werden wir langsam mal losziehen hier. Oh, das ist so schön hier. Oh, ein Bambi. So, ja, mit E geht's weiter. Los, los, los. Hoppi, hoppi. Und ja, bisher noch relativ alles leer. Wir haben so gut wie nichts dabei. Ein bisschen was zu essen. Naja, toll ist das nicht. So, wieder mit E geht's weiter. Und natürlich auspacken. Okay. Ja, mein Navi. Wie geil. Juhu. Unsere erste Ausrüstung. Geil. Ja, Punkt 1 und Punkt 2. Punkt 1, warum beide? Warum 2, besser gesagt? Ganz einfach, weil je nachdem, wo ihr abgestürzt seid, ist Punkt 1 das Ideale. Und danach dann erst zum nächsten Punkt weiter. Aber jetzt sind wir erstmal bei Punkt 1. Links, und zwar dieser Bunker. Und ihr seht auch gleich, warum hier das mit 1. So, da sind nämlich Batterien. Die werden wir auch gleich brauchen. Könnt aber natürlich auch den anderen Punkt 1 nehmen und dann hierher und Batterien holen. Solltet ihr aber auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall schon mal die Grundausstattung für... Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Beziehungsweise... Ja, hier die Pfeile natürlich auch. Armbrustbolzen. Armbrust hat er gesagt. Ja, Armbrust werde ich euch auch noch zeigen, wo es die gibt und wie ihr da rankommt. Aber jetzt erstmal weiter. So, Batterien. Da, tatsächlich. Und raus hier. So, also jetzt ab zum nächsten Punkt. Da haben wir ihn schon. Oh, der hängt ein bisschen ab. Naja. Gut. Also Punkt 1, das Ausrufezeichen. Da sind wir jetzt. Und jo, ich zeige euch mal, wie wir da hinkommen. Und was hier noch in der Nähe ist, was auch ganz wichtig ist, aber das kommt gleich. Also schnell, schnell, schnell. Hopp, 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 hopp. So. Da haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Loot. Kann man einpacken. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und ja, das sei, da hängt er nämlich dran. Zing. Okay. Der Gute liegt auf dem Boden, ja. Gut. Tut mir ja leid. Und da haben wir das wirklich Wichtige. Und zwar die Taschenlampe. Deswegen ja auch die Batterien. Und gleich hier in der Nähe haben wir noch ein Camp. Werdet gleich sehen, warum das wichtig ist. Und da ist er. Da ist sie, unsere schicke große neue Axt. Und die Laptops kaputt machen, da kriegen wir Platinen. Platinen sind auch wichtig, brauchen wir. So, also mit anderen Worten, jetzt ab zum Punkt 2. Der liegt im Wasser. Müssen wir da tauchen? Nee. Ihr seht, Insel. So. Und los, komm. Du schaffst es, du schaffst es. Hoppi, hoppi, hoppi. Jawohl. Und wer schon bemerkt hat, ja, da ist unser Sender, genau, der Punkt. Und da ist nämlich die Pistole. Die ist wirklich, also kann man gebrauchen. Also die ist wichtig, aber jetzt ja, die anderen Sachen natürlich auch. Ja, so viel zu den Sachen, die wirklich am wichtigsten sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr Lust habt, noch mehr zu sehen, dann einfach abonnieren. Vielen Dank, ciao.